London, größte Stadt des ehemals christlichen Europas. Internationale Trendmetropole für Pop, Mode, Lebensstil und Kultur. An wenig anderen Orten sind Trends so früh zu erkennen wie hier. Dass sich in London viele Entwicklungen früher als bei uns abzeichnen, weiß auch Gemeindeleiter Tobias Becker. Er ist hier mit seinem Leitungsteam, um sich bei anglikanischen Kirchengemeinden zu informieren, wie traditionelle Gemeinden neue Leute erreichen können. Also so müsste man sich halt die Frage stellen. Wie müsste unsere Gemeinde aussehen, damit die sagen, cool, da gehe ich öfters hin. Deshalb finden wir hier heute mittendrin im pulsierenden Leben ein paar Christen aus dem schwäbischen Ludwigsburg. Lass erstmal Treffpunkt ausmachen. Genau. Weil dann kann jeder also überlegen, was er macht. Und dann habe ich so einen Übersichtsplan gemacht, wo wir morgen dann entscheiden müssen. Ich habe 4 Gemeinden und ihre Gottesdienstzeiten und wir können nur 3 anschauen. Das heißt, wir müssen eine rauskicken. Die eine ist gesetzt, das ist morgen früh um 11 und dann noch zu einer anderen, St. Mary im Norden von London. Eher eine junge Erwachsenengemeinde, aber auch sehr interessant. Was machst du? Sie kommen aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Gemeindeleiter Tobias Becker hat diese Reise organisiert. Sie wollen englische landeskirchliche Gemeinden anschauen, um an deren Beispiel zu lernen, wie traditionelle Gemeinden auch bei uns neu aufbrechen und wieder wachsen können. Gar nichts, ich bin voll gespannt, was für Gemeinden sind, wie groß ist denn die? Also die erste, wo wir angucken, die ist halt schon auch eine kleinere Gemeinde. Woher kennst du die? Ich kenne die eigentlich, ich glaube, ich habe die empfohlen bekommen vom Kollegen von mir, der hier schon öfters war. Und aus dem Grund haben wir gesagt, schauen wir uns einfach mal an. Und dann waren wir da und ich fand es halt sehr cool, weil die so ein bisschen ist wie bei uns halt. Ne? Traditionell so bis vor ein paar Jahren und jetzt halt durch viele Leute, die dazugekommen sind, einfach sich total verändert hat. Zu Hause in Ludwigsburg möchte die Gemeinde um Tobias Becker und den Leitungskreis als Gemeinde versuchen, Familie Jesu herzlich, authentisch und einladend zu leben. Das möchte ich euch gerne zusprechen, jetzt am Anfang des Gottesdienstes. Nach der Reise steht Tobias der ganzen Gemeinde im Gottesdienst Rede und Antwort, warum sie ausgerechnet in England für ihre Gemeinde lernen können. Ich würde sagen, in England ist die Gesellschaft schon vielleicht 10 Jahre unserer Gesellschaft voraus. Also die Gesellschaft in England ist säkularisierter als hier in Deutschland, das heißt verweltlichter. Die Kirche hat nicht mehr in der Bürgerschaft so diese traditionellen Werte, sind dort viel mehr abgebrochen. Säkularisierter und wieder Missionsland. Das stellt die Christen vor ganz neue Herausforderungen. Wie funktioniert Evangelisation in einer nachchristlichen Gesellschaft? Gehörst du zu Gott oder gehörst du nicht zu Gott? Das Lamm Gottes wurde für unsere Sünde geschlachtet. Himmel und Hölle gibt es wirklich. Hat sich jemals ein Mensch durch ihre Predigt auf der Straße bekehrt oder sein Leben Jesus gegeben? Nein, noch nie. Gelegentlich durfte ich mit jemandem beten, aber ich weiß nicht, ob sie dadurch neu geboren wurden durch das Gebet oder nicht. Wie geht es denn der Kirche von England? Es gibt da eine ganze Menge unterschiedliche Formen in der anglikanischen Kirche. Du hast zum einen die Hochkirche mit dem Weihrauch und der Orgel und du hast zum anderen die modernen, zeitgemäßen anglikanischen Kirchen, die fast ähnlich der pfingstlich-charismatisch-freikirchlichen Gemeinden sind. Es gibt also eine große Vielfalt. In der Kirche von England ist die Krise durch den Mitgliederschwund schon weiter fortgeschritten als bei uns.
Aber durch den höheren Leidensdruck entsteht auch eine höhere Bereitschaft für Veränderungen. Die Antwort der Anglikaner auf die Krise heißt Vielfalt. Sie schaffen Raum für neue Aufbrüche, so anders diese auch vom bisherigen sind. Und sehr spannend ist trotzdem zu beobachten, wie die Church of England, also die anglikanische Kirche und auch andere Kirchen, seit einigen Jahren aber ganz bewusst mit dieser Situation umgehen und auch versuchen, mitten in dieser Umbruchssituation der Gesellschaft Kirche ganz neu aufzubauen. Das ist die Gemeinde St. Paul Chadwell. Das ist ein Londoner Stadtteil, eher im Osten von London gelegen. Und diese Kirche ist eine sehr traditionelle Gemeinde. Es waren noch 10 Leute da, wie das halt manchmal in so sterbenden Kirchen ist, eher ältere Leute. Und dann sollte die Kirche eigentlich geschlossen werden. Und da haben ein paar von diesen Leuten gesagt, das könnt ihr nicht machen, wir müssen irgendwas tun. Und da haben sie sich an eine große Gemeinde gewandt, das ist die Holy Trinity Brompton, also eine große Gemeinde dort in London, und haben dem Pastor geschrieben, könnten nicht ein paar Leute kommen und uns helfen, sonst schließen die uns die Gemeinde. Und dann haben die gesagt, okay, wir schicken ein Team. Und wir haben unseren Ohren nicht getraut, als sie uns das erzählt haben. Die haben gesagt, 100 Leute sind dort dann rübergegangen in diese Gemeinde und sagen, haben diese Gemeinde übernommen. Und haben frisches, neues Leben reingepumpt. Und seitdem ist dort wirklich viel Leben. 3 Gottesdienste bieten sie jeden Sonntag an. Morgens um 9 einen eher traditionellen Gottesdienst. Um 11 eher einen generationsübergreifenden Gottesdienst, der auch recht stark von kleineren Kindern dominiert wird. Ja. Und dann um 18 Uhr noch für Jugendliche und junge Erwachsene. Das Erste, was unserer deutschen Reisegruppe auffällt, ist der Willkommenskaffee vor dem Gottesdienst. Während er bei uns in Deutschland erst danach ausgeschenkt wird, gibt es den in allen besuchten Gottesdiensten schon vorher. Eigentlich logisch. Morgens und vor einem langen, intensiven Gottesdienst ist der Kaffee doch viel hilfreicher. Außerdem fühlt man sich so gleich willkommen. Tobias hat in der Londoner Gemeinde eine Deutsche getroffen, die ihm mehr über die Gemeinde hier erzählt. Wir haben morgen einen Termin mit dem Team. Die werden uns ein bisschen einführen. Genau. Statt Talaren tragen die anglikanischen Pfarrer karierte Hemden. Rechts Rick Thorpe, der mit 100 anderen von der Holy Trinity Brompton Gemeinde kam und den Aufbruch organisierte. Den Gottesdienst heute bestreitet sein zweiter Pastor Rod Green, der vor einem Jahr dazu kam, und Hilfspastor Ed Dix. Beide lernen hier viel und wer weiß, wann sie selbst mit ein paar Gemeindemitgliedern von hier aufbrechen, um eine andere Gemeinde zu revitalisieren. Pfarrer und Musikdirektor Andrew Sicombi trägt auch ein kariertes Hemd. Während bei uns hauptamtliche Kantoren für die Orgel eingestellt werden, stellt diese Kirche einen hauptamtlichen Mitarbeiter ein, der mit der Gitarre die Gemeinde in die Anbetungsmusik führt. Am Tag danach nehmen sich die Pfarrer Andrew Sicombi und Rod Green Zeit für die Gäste aus Deutschland, um ihnen aus erster Hand von den Erfahrungen in der Gemeindearbeit zu berichten. Diese Kirche hier war eine sterbende Kirche. Es kamen nur noch 10 alte Leute. Diese waren sehr gläubig und der Kirche auch sehr verbunden, aber die Verantwortlichen mussten die Kirche schließen, weil sie nicht überlebensfähig war. Aber durch eine Anregung des Bischofs gingen einige Verantwortliche zur Holy Trinity Brompton Gemeinde und fragten Nicky Gumbel nach deren Möglichkeiten, ein Team hierher nach St. Paul's Chadwell zu schicken, um die Gemeinde neu in Gang zu bringen. Und unter der Leitung von Hauptpastor Rick schickten sie tatsächlich 100 ihrer Gemeindemitglieder, die vor 7 Jahren neues Leben in diese Kirche brachten. Die Leute kamen alle aus der Holy Trinity Brompton Kirche. Ein Teil wohnte bereits hier in der Gegend, aber viele entschlossen sich auch, extra für dieses Gemeindeneustadtprojekt aus West-London nach Ost-London umzuziehen, was für sie ein großes Opfer war. Als sie kamen, machten sie weiter mit dem traditionellen Gottesdienst und ehrten damit die Vergangenheit der Kirche und die bisherigen Gemeindemitglieder mit all ihrem bisherigen Engagement. Gleichzeitig starteten sie einen zweiten Gottesdienst, einen Familiengottesdienst.
Sehr schnell begann so die Gemeinde wieder zu wachsen. Jeder dieser ersten Gruppe von 100 Leuten hatte sich verpflichtet, ein Jahr in die Arbeit von St. Paul Shadwell zu investieren. Danach war jeder frei, zu seiner alten Gemeinde zurückzukehren. Aber die meisten blieben dabei. Jetzt sind wir etwa 300 bis 350 aktive Gemeindemitglieder. 2007 waren wir die am schnellsten wachsende anglikanische Gemeinde in ganz London. Kurz nachdem ich dazu kam, pflanzten wir den nächsten Gottesdienst, einen Abendgottesdienst. Was sind die Erfahrungen aus dieser Gemeindepflanzung? Andrew Zicombi fasst das für die Gäste zusammen. Wir haben festgestellt, dass wir immer wachsen, wenn wir Gottesdienste oder Gemeinden pflanzen. Zum einen beginnt die neue Pflanzung schnell aus sich selbst zu wachsen. Und zum anderen schaffen die Mitarbeiter, die weggesandt wurden, Raum für das Engagement neuer Leute in der bisherigen Gemeinde und ermöglichen so dort frischen Wind. Und nur kurz, vor einem Jahr pflanzten wir zwei Gemeinden im selben Stadtteil von London, einen Bethnal Green und einen Bow. Zu beiden schickten wir eine Gruppe unserer bisherigen Gemeindemitglieder und beide wachsen weiter. Und wir als sendende Kirche haben die Abgänge nicht nur ersetzt, sondern sind sogar mehr als damals geworden. Gott segnet Gemeindepflanzen. Alles zusammen haben wir dadurch 400 neue Leute integriert. Das ist sehr aufregend. Dadurch entstehen für uns neue Herausforderungen in Sachen Gebäude. Ihr habt den 11 Uhr Gottesdienst erlebt und gesehen, dass wir quasi voll sind. Wir glauben, dass eine neu gegründete Kirche oder ein neu gepflanzter Gottesdienst schneller wächst als eine etablierte Kirche. Also ist die Frage, wie kann man erreichen, dass man sich wie eine Gemeindepflanzung fühlt? Welche Gottesdienste oder Gemeinden können als nächstes gestartet werden? Wir planen also eine vierte Gemeindepflanzung und wir planen, einen neuen Gottesdienst zu pflanzen. Das bedeutet, die Gottesdienste etwas geschickter anzuordnen. Der 11 Uhr Gottesdienst ist ja nun voll. Sollen wir einen Familiengottesdienst pflanzen, was ein Hauptwachstumsfeld für uns ist? Sollen wir etwas am Nachmittag oder sollen wir etwas früher am Morgen tun? Das sind bisher nur Diskussionen im Anfangsstadium, aber wir wollen weiter pflanzen und sind zuversichtlich, dass sich die so entstehenden Lücken schnell füllen werden. Aber das ist doch ein Problem für die alte Kirche, wenn die besten Leute einfach gehen. Ja, das ist ein Teil der Kosten des Pflanzens. Pflanzen kostet immer sehr viel. Finanziell, aber auch durch Ressourcen. Wenn wir Leute aussenden, dann verlieren wir oft unsere besten Mitarbeiter. Leute, die im Gottesdienst engagiert sind, im Lobpreis, im Dienen, im Geben. Und dann fehlen diese plötzlich. Pflanzen ist teuer, aber es bringt Frucht. Es ist teuer und es ist hart, aber es bringt Segen. Gott segnet Gemeindepflanzen. In Shadwell erleben die Ludwigsburger eine Taufe. Moderne Technik kombiniert mit der Tradition alter Kirchenliturgie. Damit jeder, auch wenn er die Liturgie nicht kennt, voll dabei sein kann, wird die gesamte Gemeindeliturgie per Beamer an die Wand projiziert. Auch ein Zeichen für die herzliche Ungezwungenheit. Die ganze Gemeinde steht um den Taufstein, die hinteren sogar auf Stühlen, wenn das neue Gemeindemitglied in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingetauft wird. Und dann gibt es noch einen Applaus als herzliches Willkommen. Während der Gottesdienst weitergeht, überblickt Gründungspastor Rick Thorpe seine Gemeinde. Er denkt über die weitere strategische Entwicklung der Gemeinde nach. Hauptpastor Rick hat den starken Eindruck, dass durch die Bewegung in die Nachbarschaft, zu den Menschen, heraus aus der Kirche, es leicht passieren kann, dass die Gemeinde ihre evangelistische Seite verliert. Das Herausgehen und praktische Dienen in der Nachbarschaft ist gerade sehr angesagt. Es ist auch ein guter Weg nach außen, aber es ist das einfachere Raus im Vergleich zur oft mühsamen, mündlichen und persönlichen Weitergabe des Evangeliums. Deshalb möchten wir im nächsten Jahr einen besonderen strategischen Schwerpunkt darauf legen, das Evangelium in Worten weiterzugeben. Das werden wir auf verschiedene Weise tun. Wir machen mehr Alpha-Kurse als bisher, etwa dreimal im Jahr. Dann wollen wir etwas machen, was wir Kampagne nennen. So nennen wir es, wenn wir ein Thema gleichzeitig in einer Predigtreihe
und gleichzeitig durch dazu passendes Material in den Kleingruppen angehen. Also beschäftigen wir uns quer durch die ganze Gemeinde mit dem gleichen Thema, das wir zusammen vertiefen. In der ersten Kampagne werden wir uns bemühen, als Kirche ansteckender für andere zu werden. Das machen wir mit Material von Willow Creek. Dann machen wir etwas über Apologetik. Dazu nutzen wir Unterlagen von Tim Keller. Wenn dann im Herbst viele neue Besucher kommen, ist die Kirche hoffentlich gut aufgestellt, um untereinander unseren Glauben einladend weiterzugeben, um Freunde einzuladen und mit hineinzunehmen. Um die neuen Besucher gut im Gottesdienst zu unterstützen, nutzt die Gemeinde konsequent moderne Veranstaltungstechnik. Damit nicht jeder vorher Texte auswendig lernen muss, um beim Gottesdienst mitfeiern zu können, wird selbst das Vaterunser, wie die anderen Texte für alle gut lesbar, an die Wand gebeamt. So haben auch die Ludwigsburger kein Problem mit der englischen Liturgie. Statt dass jemand die Abkündigungen der Gemeinde persönlich vorträgt, spielt der Techniker ein Video ein. SBS News sind die Kirchennachrichten, die St. Paul Shadwell News. Per Videoclip erfährt die Gemeinde ansprechend aufbereitet, was gerade in der Gemeinde los ist und was als nächstes auf dem Programm steht. Selbst die aktuelle Predigtserie wird so beworben. Im Video macht Pastor Rob Green schon mal neugierig auf die nächste Veranstaltung. Dann beginnt die heutige Predigt. Er spricht frei und leger zur Gemeinde, aber man spürt der Predigt die intensive Vorbereitung ab. Referring quite a bit to the Bible today, so if you've got one near you, just pick it up and keep it in your hand. Für die aktuelle Predigtserie wurde ein eigenes Logo entwickelt. Not ashamed of the gospel. Nicht beschämt vom Evangelium. Die Predigt ist hier nicht nur inhaltlich gut, sondern hat auch eine ansprechende und einladende Verpackung bekommen. Als Jünger Jesu muss unser Leben durchdrängt vom Evangelium sein, erklärt Rob Green. Interessant ist, wie klar und offensiv Green predigt. Während manche Kirchen versuchen, für Außenstehende interessant zu sein, indem sie unangenehme Dinge wie Hölle oder Satan verschweigen, wenn man das ja heute so nicht mehr sagen könnte, spricht Green diese Dinge direkt und deutlich an. Vielleicht liegt es gerade am klar verkündeten Evangelium, dass diese Kirche voll ist und immer weiter wächst. Die Ludwigsburger sehen hier, wie Landeskirche auch sein kann. Den Menschen zugewandt, einladend und dabei fest im Glauben und der Bibel verwurzelt zugleich. Wobei, alle Probleme konnten auch die Engländer nicht lösen. Zum Beispiel das mit der Müdigkeit bei langen Predigten. Aber einem Familienvater mit kleinen Kindern sei dieser Gähner gegönnt. Und familienfreundlich ist diese Gemeinde allemal. Die Orgel thront weiter oben im Gotteshaus, doch die Gemeinde unten singt mit der Gitarre. Der Sonntaggottesdienst ist eine wichtige Veranstaltung für alle Gemeindemitglieder in St. Paul Shadwell. Dort haben sie Gemeinschaft, loben Gott und bekommen neuen Input. Doch genauso wichtig ist den Pastoren die Jesus-Nachfolge der Gemeindemitglieder im Alltag. Ständig suchen sie nach besseren Möglichkeiten, um ihre Gemeindemitglieder dabei zu unterstützen, im Alltag als Christen ein Zeugnis für Jesus zu sein. Es geht darum, die Predigt vom Sonntagmorgen mitzunehmen und sie wirklich in der ganzen Woche anzuwenden. In unserer Arbeit, in unserem Leben, in unserer Familie. Und sich als Christen gegenseitig Rechenschaft über unser Leben abzugeben.
Wir versuchen, unsere Kleingruppen, die wir Verbindungsgruppen nennen, weiterzuentwickeln. Die Etablierung einer missionalen DNA in der ganzen Gemeinde ist ein langwieriger Prozess. Das braucht lange, bis das wirklich überall gelebt wird. Darum kümmern wir uns gerade intensiv. Wir schauen, dass neue Leute ganz schnell in diese Verbindungsgruppen kommen, weil dies der Ort ist, wo sie geistlich wachsen können und in den Austausch mit anderen Gemeindemitgliedern kommen. Ich leite eine Kleingruppe in einer Kneipe unten am Fluss, speziell für Neulinge und Außenstehende. Wir wollen, dass Nichtchristen und alle anderen unkompliziert kommen können. Und es ist sehr einfach, in eine Kneipe zu kommen. Und tatsächlich begann die Mehrheit meiner Verbindungsgruppe nach und nach auch in den Gottesdienst zu kommen. Jetzt haben wir eine neue Verbindungsgruppe in einer anderen Kneipe gegründet, drüben auf der anderen Seite, vor 5 Monaten. Wie habt ihr das gepflanzt? Eigentlich war es eine ganz natürliche Sache, weil wir als Verbindungsgruppe zu groß wurden. Wir waren 40 bis 50 Leute, von denen etwa 20 bis 25 regelmäßig kamen. Wenn man zu groß wird, dann verliert man etwas. Und noch was, wir wollen Leiter wachsen sehen, sie freisetzen, Neues anpacken. Und in meiner Gruppe sah ich eine ganze Zahl von Leitern, die die Fähigkeit haben, sowas anzupacken. Und deren Lebensumstände änderten sich auch. Also sandten wir diese aus, ermutigten sie, ihr eigenes Ding zu machen, und dazu nahmen sie eine ganze Menge von der alten Gruppe mit meinem Segen. Und nun wächst diese Gruppe auch. Das ist die Schlüssel-DNA-Verschiebung, dass wir jetzt sehen wollen, wie sich Verbindungsgruppen multiplizieren, dass Hauskreise Motor für die Mission sind. Die missionale Bewegung ist eine wirkliche Herausforderung für Leiter, weil es gibt so viel zu tun. Es geht nicht nur darum, sich gut um die Gruppe zu bemühen, um geistliches Wachstum, Bibelarbeiten, Gebet, pastorale Fürsorge. Dazu kommt das Bemühen um den Lobpreis und nun auch noch Mission. Es ist wie wenn man eine Hauskirche führen muss. Das ist sehr kräftezehrend. Deshalb wollen wir sehr in unsere Leiter investieren, viel mehr als bisher. Freiwillige Leiter? Ja, freiwillige Leiter. Wir wollen eine Leiterschaftspipeline entwickeln. Wir wollen Leute mit Leiterschaftspotenzial früh erkennen, ihnen Möglichkeiten zur Leitung geben und diese Berufung zu testen, diese Gabe zu testen und sie darin weiterzuentwickeln. Wir wollen sicherstellen, dass wir einen guten Prozess für unsere Leiter in der Kirche haben, so wie wir einen Prozess für Neuankömmliche und Neubekehrte geschaffen haben. Wir wollen, dass alle wissen, wie wir diese Leute in und durch die Kirche begleiten können, was der nächste Schritt für sie ist, dass man sich um sie kümmert, dass ihr Glaube reift und ihre Leitungsgabe reift. So that everything we do, it's just really clear how you move through the church, how you mature in your faith, and then how you mature in leadership as well. Nach dem Gottesdienst können sich die Gottesdienstbesucher persönlich segnen lassen. Dieses Angebot der persönlichen Zuwendung werden die Besucher aus Deutschland noch in anderen wachsenden englischen Gemeinden erleben. Die Ludwigsburger planen ihren weiteren Tag. Also ich sag mal so, im allergrößten Notfall, wenn irgendwie sagt, ich muss unbedingt zu Hillsong, dann würde ich sagen, ist es auch okay. Sie wollen an diesem Sonntag so viele Gottesdienste wie möglich kennenlernen. Das könnte man natürlich auch machen. Wir könnten sagen, wir gehen zu Hillsong 15:30 und hauen bei Hillsong recht schnell wieder ab. Es ist mehr Frontalprogramm, da wird weniger Beteiligung sein wie hier mit rumlaufen und hallo, weil das alles sehr, das finde ich sehr cool. Während Tobias lieber landeskirchliche Gemeinden besuchen will, wollen die Jungen im Leitungskreis zum englischen Ableger der australischen Megagemeinde Hillsong. Hillsong ist bekannt für seine Lobpreislieder wie Shout to the Lord, die auf der ganzen Welt und natürlich auch in Ludwigsburg gesungen werden. Nach der Kirche diskutiert der Leitungskreis über die Innovationen der Londoner. Was können sie übernehmen? Tobias träumt davon, statt den mündlichen Abkündigungen auch in Ludwigsburg Videoclips einzusetzen. Auf Freizeiten hinweisen, der Glaubenskurs. Die Sachen könntest du alles per Video machen und das spiele ich einfach kurz ein. Weitere Infos. Wer hat das Zirkuli? Ich meine, die stellen das ja dann auch auf die Homepage. Auf der Homepage kannst du es angucken, ja genau. Du kannst es ja auch mit so kleinen Handcams machen. Ja klar, du musst ganz easy. Ein paar Meter weiter entbrennt die nächste Diskussion. Haben Sie genug Musiker, um nicht nur am Studentengottesdienst am Mittwoch, sondern auch zum Sonntagmorgen-Gottesdienst mit großer Lobpreisband anzutreten? Die Frage ist nur, zu wie viel sind die Leute bereit, Musik zu machen im Monat?
Zweimal im Monat? Dreimal im Monat? Wie oft denn? Meinst du? Geht schon noch. Auf zur nächsten Gemeinde. Wobei, warum gehen Sie jetzt zu We Will Rock You? Rudi kann nicht glauben, dass hier der nächste Gottesdienst drin sein soll. Gottesdienst, ja. Ja, das ist der Gottesdienst hier drin. Doch Hillsong London hat in der Tat das Dominion Musical Theatre gemietet. Auch hier werden die Besucher herzlich und mit einem Kaffee begrüßt. Was dann folgt, ist ein Gottesdienst, wie ihn die Ludwigsburger noch nie erlebt haben. Eine knallige Show, bei der die Zuschauer auf den Theaterrängen von ihren plüschroten Klappsesseln gerissen werden. Hillsong ist keine reaktivierte landeskirchliche Gemeinde, sondern eine Freikirche aus Australien, deren Lieder weltweit bekannt sind. Die Ludwigsburger machen sich einen persönlichen Eindruck, mit gemischten Gefühlen. Der Pastor spricht über die Gebetsanliegen, die auf Karten oder über die Website online in der letzten Woche in die Gemeinde gegeben wurden. Selbst produzierten Videoclips dieser Megagemeinde sind so stylisch und professionell, dass sie mit jedem Kinospot locker mithalten können. Da wurde viel Aufwand investiert. Yes, it's long. You can buy popcorn on the way to church. Enjoy that movie. Hey, did anybody see that? Die Ludwigsburger wissen noch nicht so genau, was sie von dieser Gottesdienstshow halten sollen. Fasziniert beobachten sie, wie selbst während der Predigt die Musik im Hintergrund weiterspielt. Ich glaube, das sind die großen Dinge. Sie können umgehen mit modernen Medien, mit Film, Musik und diesen ganzen Künstler. Er wollte eins mal schön reinkommen, von so vielen freundlichen Gesichtern begrüßt zu werden. Überall helfen wollte, einen Platz zu finden. Das fand ich, das war auffallend. Das hat einladende Atmosphäre von da. Die letzte Gemeinde im Besuchsprogramm der Ludwigsburger liegt zwischen Regent's Park und Hyde Park. Auch St. Mary's war einst eine sterbende, traditionelle Gemeinde. Und auch dort erwartet die Gottesdienstreisenden ein Erfrischungsgetränk und ein Kaffee. St. Mary's ist die Gemeinde für den jungen Londoner Großstadthipster. Und das muss man der Gemeinde erstmal nachmachen, wie sie die anglikanische Tradition mit modernen Elementen, hervorragende Musik und lebendig gelebtem Glauben verbinden und so eine stilvolle und einladende Atmosphäre hinbekommen, das beeindruckt unsere Reisegruppe. Dieses Lied berührte Tobias Becker schon, als er diese Gemeinde zum ersten Mal besuchte. Schönes Lied. Habe ich letztes Jahr das erste Mal hier gehört in der Kirche. Ja? Mit der Hanna habe ich es, ich habe vor 3-4 Tagen mit Hans, irgendein Lied, irgendwas mit Beautiful war da in der Kirche. Das war voll geil. Und haben rumgesucht und rumgesucht, bis wir es gefunden haben. Das war geil. Das neu renovierte Kirchengebäude trägt viel zur besonderen Atmosphäre bei. Um den 3,7 Millionen britische Pfund schweren Umbau zu finanzieren, hat die wachsende Gemeinde auch keine Probleme damit, ihr Kirchengebäude auf ihrer Website als Event-Location zu vermarkten. Sie preisen ihr Haus Gottes als idealen Ort für Konferenzen,
Produktpräsentationen, Empfänge und Modeschauen an. Die London Fashion Week war schon da. John Peters ist hier der verantwortliche Pastor. Auch er trägt keinen Talar, sondern ein offenes, kariertes Hemd. Der Gottesdienst ist familiär und herzlich. Pastor John Peters bittet Gottesdienstbesucher auf die Bühne, um zu berichten, was Gott ihnen während der Anbetungszeit oder der letzten Woche deutlich gemacht hat. So wird Christsein im Alltag im Gottesdienst sichtbar. Und dann kündigt der Pastor eine Pause an, mitten im Gottesdienst, wie es sie auch in ein paar Gemeinden in Deutschland gibt. Die Ludwigsburger zum Beispiel machen schon länger gute Erfahrungen mit einer Pause mitten im Gottesdienst. Wenn die jungen Londoner alle zeitlich knapp zum Gottesdienst kommen und danach gleich weiterdüsen, haben sie so mitten im Gottesdienst Zeit, sich zu begegnen, sich auszutauschen oder noch einmal über den ersten Teil des Gottesdienstes ins Gespräch zu kommen, bevor sie die Dinge vergessen haben. Hauptpastor John Peters kündigt an, dass man ab jetzt den Leitern der Gemeinde im Internet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter folgen könnte. Selbstironisch fügt er hinzu, dass Twitter ja nur funktionieren würde, wenn der Nachrichtenschreiber davon überzeugt wäre, dass alles, was man von sich gibt, super wichtig und höchst witzig wäre. Und diese Überzeugung hätte er. Egal wie und ob Twitter im Dienst der Gemeindeleitung funktioniert, zeigt dieser Versuch, wie sich die Gemeinde St. Mary's bei der Verkündigung der biblischen Botschaft bewusst auf die Kommunikationskanäle der jungen Londoner einstellt. Der Prediger stellt sich ohne Talar und ohne kariertes Hemd, aber mit einem Schluck auf die Bühne, womit er das Publikum schon einmal auf seine Seite zieht. Er predigt sehr nah am Leben der Leute und redet offensiv und herausfordernd von der Nachfolge Christi. Heute geht es darum, wie wir immer wieder vergeblich selbst versuchen, gute Menschen zu sein und damit regelmäßig scheitern. Und wie wir dennoch geliebt sind, so wie ein guter Vater seine Kinder liebt, auch wenn diese scheitern. Eine Predigt über das bedingungslose Angenommensein bei Gott und wie wir durch die Geborgenheit in Gott wahre Freiheit erleben. Ja, der schickt diese Leute raus, also uns langsam. Und die, die für sich beten lassen wollen, kommen nach vorne. Und so wird jetzt die nächste Zeit sein. Erstaunlich viele der jungen Londoner kommen nach vorne und warten geduldig, bis einer der Pastoren oder Gemeindemitarbeiter für sie persönlich betet und sie segnet. Die Zuwendung zum Einzelnen im persönlichen Gebet und im Segen ist ein besonderes Angebot, das in vielen evangelischen Gemeinden wieder entdeckt werden kann, während die katholische Kirche sich dieses Element in der Beichte erhalten hat. Vorne wird weiter gebetet. Hinten diskutieren die Ludwigsburger die Dinge, die sie heute in den Londoner Gemeinden gesehen haben. Was ist gut und wie können sie ihre eigene Gemeinde in Ludwigsburg weiterentwickeln? Bei uns ist zu weit, die sind zu weit weg. Du kriegst da hinten nicht viel mit, was da vorne läuft. Das sind viel mehr Leute. Ja, aber das ist ein Raum. Das war klar, ich nur kurz. Das war klar, kurzer Break. Wie findet ihr am Anfang so diese Kekse? Kommst rein, kriegst da einen Keks. Ja, ist gut. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, oder? Die waren gut. So Danish Butterkeks. Wenn du am Anfang gleich kriegst einen Keks in Zukunft. Aber nicht hinstellen, sondern. Ne, hier, hallo, hier, nehmen. So wie hier. Das fand ich geil.
Das können wir sofort machen. Begrüßung, Ding. Hier, diesen. Und tatsächlich wird Heidrun zu Hause am Sonntag danach von Juliane überrascht, die, wie sie es in London gesehen haben, jeden Gottesdienstbesucher herzlich mit einem selbstgebackenen Keks begrüßt. Gemeinsam mit der ganzen Gemeinde möchten sie das Gemeindeleben immer einladender und herzlicher gestalten. In England, finde ich, kann man lernen, wie Christen in einer säkularen Kultur, in einer Kultur, wo Gott und Glaube eigentlich keine große Rolle spielt, wie sie sich Mühe geben, Menschen willkommen zu heißen und wie sie einladend Gemeinde gestalten. Das hat man gemerkt, vor allem, vielleicht kennen manche die Alpha-Kurse, ja? Die haben ein großes Programm mit Alpha-Kursen, wo sie versuchen, Leute einzuladen in den Glauben. Macht das schnell weiter. Und auch die Gestaltung des Gottesdienstes, ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen lernen von der Atmosphäre, die dort ist, weil sie ja einfach sehr familiär ist, sehr herzlich ist und das konsequent weiter zu verfolgen, weil ich glaube, wir haben diesen Weg schon seit ein paar Jahren eingeschlagen. Und da einfach noch mutiger zu werden und einfach auch noch zu schauen, wie sind die Menschen um uns herum und was würde Menschen ansprechen und dann versuchen, sich auf die Menschen einzustellen. Ich glaube, das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre, wenn wir nicht nur Christen erreichen wollen. Dabei ist die Herausforderung in traditionsreichen Gemeinden in England wie in Deutschland die gleiche. Wie können die älteren Gemeindemitglieder auf diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitgenommen werden? Immer noch dabei sind. Ja, genau. Dabei sind und man merkt aber auch, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Ich habe neulich auch ein Gespräch gehabt mit Frau Lorch, das war auch lustig, so, die dann schon gesagt hat, ja, ihr immer, was ihr da so macht und so, aber trotzdem sehr fröhlich dabei war, auch so, wenn man erzählt hat, ja, über Veränderungen, was unser Auftrag ist in der Stadt und so weiter, das war schon spannend, weil das sind meine Befürchtungen manchmal, ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt das so nachvollziehen können alles, so von dem, warum wir das auch tun, weißt, das habe ich manchmal echt Sorge, dass die Leute einfach nur sagen, hey, die machen einfach nur alles anders, damit es halt anders ist. Und das ist ja nicht so, sondern wir wollen ja auch Menschen erreichen, die wir sonst nicht haben. In der Krise begannen manche anglikanischen Gemeinden, sich noch mehr auf die Menschen um die Kirche herum einzulassen. Und das aus einer tiefen Verwurzelung im Evangelium heraus. Manche dieser Kirchengemeinden wachsen nun wieder. Kirche wird bunter, vielfältiger, den Menschen zugewandt. Ein mutmachendes Beispiel für Kirche in einer nachchristlichen Gesellschaft. Haben wir den Mut, auch bei uns die notwendigen Veränderungen anzupacken? Spirit.